In diesem Video zeige ich euch die besten Perks für die neuen Waffen, die es jetzt gibt. Es gibt ja 4 neue Alien-Waffen, beziehungsweise 3 neue Alien-Waffen, die bis jetzt rausgekommen sind. Und es kommt noch eine Alien-Waffe rein, das ist so die Railgun, die man aus Battle Royale kennt. Auf die freue ich mich auch. Ich glaube, die wird richtig fetten Schaden machen gegen Zamalma, beziehungsweise gegen Nebelmonster allgemein. Ich kann es euch einmal ganz kurz zeigen. Und zwar alle Alien-Waffen gehören zu den Albtraumwaffen, was ich auch interessant finde. Also es sind keine Science-Fiction-Waffen oder irgendwie sowas, weil das ja auch sowas mit Weltraum zu tun hat, sondern es sind halt Albtraumwaffen, weil es halt eben Alien-Waffen sind. Und zwar seht ihr hier, Stromschienengewehr heißt es auf Deutsch, auf Englisch halt Railgun. Die kommt auch bald in den Shop, also solltet ihr die auf jeden Fall nicht verpassen. Ich freue mich auf diese Waffe auch. Und die bleibt im Event-Shop dann wahrscheinlich für 2 Wochen. Kann aber auch sein, dass sie früher raus ist, denn wir haben am 21. November kommt Flannelfurt rein, das neue Unterfangen. Und es kann sein, dass diese Waffen dann aus dem Event-Shop verschwinden und im Event-Shop dann die ganzen Winterwaffen reinkommen. Deswegen würde ich auf jeden Fall die Augen offen halten, denn diese Waffen kann man sich auch noch nicht rekrutieren. Das geht wahrscheinlich auch erst ab nächstes Jahr, vielleicht aber auch früher. Also ihr seht, die Waffen kann man sich nicht rekrutieren, deswegen würde ich mir die auf jeden Fall erspielen, die 2 Waffen hier, und die 2 würde ich auf jeden Fall aus dem Shop kaufen. Und jetzt zeige ich euch die besten Perks für die 3 Waffen, die bis jetzt rausgekommen sind. Ich gehe direkt in die bittere Realität rein, das heißt, ich gehe in eine 160er Mission rein, die höchste Mission, die es hier gibt. Der mythische Sturmkönig ist sogar nur Level 140, aber ist natürlich auch keine normale Mission. Und ich gehe jetzt in die höchste Mission rein, die es hier eigentlich gibt, eine 160er Mission, und das sind hier die 4er Missionen, die sind wirklich auch sehr, sehr schwer. Ich habe jetzt auch kein extra passendes Setup genommen für die Waffen hier, sondern ich habe ein ganz normales Setup genommen, das Steinherzfahrer-Setup. Mit dem spiele ich eigentlich immer, wenn ich mit dem Xenobogen spiele. Das heißt, die Waffen haben jetzt keine besonderen Vorteile durch mein Helden-Setup oder irgendwie sowas. Wir haben hier die Pulsprügler, und was mir hier wirklich sehr gefällt, wir haben keine Energiemunition. Das ist wirklich sehr, sehr nice, weil wir haben genug Waffen, die Energiemunition verschwenden, was auch wirklich sehr, sehr nervig ist. Deswegen ist diese Waffe wirklich sehr, sehr nice. Ihr seht, wenn ich jetzt nicht ziele, dann schießt diese Waffe schnell, genauso wie in Fortnite. Battle Royale, die Waffe kennen wir ja eigentlich, ist ja jetzt in Rettet die Welt einfach nur neu dazugekommen. Gab es aber auch schon davor, also ist jetzt keine komplett neue Waffe, die unbekannt ist. Aber in Rettet die Welt ist es natürlich eine komplett neue Waffe. Aber ihr seht ja an sich, man braucht 3-4 Schüsse für einen Gegner, dauert also ziemlich lange. Vor allem, weil die kritischen Treffer hier nicht so hoch sind, weil wir können nicht 2-mal kritischen Schaden bei dieser Waffe drauf machen. Also seht natürlich, so eine Waffe wie er da hat, eine Sturmkönig-Geisel, ist dann natürlich klar viel besser. Ich finde diese Waffe relativ gut, da sie halt eben keine Energiemunition verschwendet. Aber sonst muss ich sagen, macht sie jetzt nicht extrem viel Schaden. Wenn sie mal kritischen Schaden macht, dann ist er wirklich ganz gut. Und der Kopfschuss-Schaden natürlich auch. Aber sonst muss ich sagen, ist diese Waffe nicht besonders stark. Dazu muss ich natürlich sagen, dass diese Waffe nur auf Episch ist und nur auf Level 122, eben weil sie nur auf Episch ist. Also wäre sie jetzt auf Legendär, wäre sie auf Level 130, und die Perks sind auch nur blau. Trotzdem kann man sie natürlich mit anderen Waffen vergleichen, die auch nur blaue Perks haben, und da muss ich sagen, schneidet sie nicht ganz so gut ab. Also ihr seht, manchmal macht sie ganz guten Schaden, dauert jetzt aber viel zu lange für eine Hülle. Ihr seht, ich habe einmal kritischen Schaden drauf, dann einmal Schaden, Kopfschussschaden. Davor hatte ich anstatt Kopfschussschaden, hatte ich da kritische Trefferwertung, was vielleicht ein bisschen mehr Sinn ergeben hat, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber der Kopfschussschaden ist bei dieser Waffe auch wirklich sehr gut. Ihr seht, Kopfschussschaden liegt bei 64.000, was auf jeden Fall höher ist als bei vielen anderen Sturmgewehren. Leider kann man anstatt Schaden nicht kritische Trefferwertung reinmachen. Da gibt es halt nur die Auswahl zwischen Schaden, Magazingröße und Nachladegeschwindigkeit und so etwas. Das heißt, da haben wir nicht so eine große Auswahl. Ist ein bisschen schade, dass wir nicht 2-mal kritischen Schaden drauf machen können und 1-mal kritische Trefferwertung. Ist jetzt aber leider so, ihr müsst selber entscheiden, ob ihr Kopfschussschaden reinnehmt oder kritische Trefferwertung. Ihr seht, gegen die normalen Hüllen, wenn wir jetzt einfach durchsprayen, machen wir schon ganz guten Schaden. Und ihr müsst natürlich auch bedenken, das sind jetzt 160er Hüllen, das heißt, sie haben natürlich auch mehr Leben. Und da muss ich sagen, ballert die Waffe eigentlich schon ganz okay rein. Ich würde vielleicht anstatt Kopfschussschaden nochmal doch die kritische Trefferwertung reinpacken, damit wir öfter kritischen Schaden machen, und dann geht diese Waffe auf jeden Fall fit. Nur mal so zum Vergleich, meine Phantom ist natürlich auf Full Leggy, deswegen ist sie natürlich auch viel, viel stärker, aber so im Vergleich könnt ihr ungefähr sehen, wie stark diese Waffe ist. Dann seht ihr hier die nächste Waffe, und zwar ist die Sternschnuppe. Ist eine Maschinenpistole, die auch wirklich gut durchsprayt. Ihr seht, kritischer Schaden liegt bei 140%. Trefferchance bei 26,5 ist jetzt nicht ganz so hoch. Ich habe sich hier ungefähr genauso geperkt. Einmal kritischer Schaden, Magazingröße, weil diese Waffe wirklich sehr, sehr schnell überhitzt. Und kritische Trefferwertung. Was mir aber wirklich gar nicht gefällt an dieser Waffe, sie verbraucht extrem viel Energiemunition. Das werdet ihr auch gleich sehen. Mehr sogar als ein Deatomisierer. Also seht, wie schnell die Munition wegballert bei dieser Waffe. Das ist wirklich unmöglich, also wenn ihr jetzt nicht unendlich Batterien habt, würde ich euch nicht empfehlen, diese Waffe dauernd zu spielen. Außerdem macht die jetzt nicht ganz so viel Schaden. Man kann damit natürlich sehr, sehr gut durchsprayen,
Aber für die Munition, die man da verschwendet, ist es besser, einfach mit dieser Waffe hier zu schießen, um wirklich alle Gegner einfach zu töten. Also ihr seht, die ist natürlich viel, viel stärker. Ich würde jetzt zu der MP nicht viel weiter sagen, weil ich finde sie persönlich wirklich nicht stark. Und sie verbraucht auch extrem viel Munition. Und ihr seht, die macht jetzt auch nicht extrem viel Schaden. Also ist jetzt nichts Besonderes, meiner Meinung nach. Gegen eine Heilerin kommt sie auch nicht an. Also da heilt sich die Heilerin schneller. Vielleicht würde es anders aussehen, wäre die Waffe jetzt auf Full Edgy. Aber viel mehr Schaden würde sie da auch nicht machen. Und ich muss wirklich sagen, also ihr seht, wie schnell die Munition hier weggeht. Die Waffe ist natürlich jetzt erstmal nur im Shop verfügbar und auch nur in Legendär, was wirklich schon sehr, sehr nice ist. Und da habe ich sie auf Full Edgy geperkt, weil ich mache das meistens so, ich perke erstmal alle Waffen auf Blau, dann teste ich die erstmal mit den Perks und wenn mir die Waffe dann gefällt, dann perke ich sie weiter auf Legendär. Und diese Waffe hat mir wirklich extrem gefallen, sie macht extrem viel Schaden. Wir können nur Energie auswählen, was auch verständlich ist bei dieser Waffe, dann kritische Trefferwertung, Schaden und kritischer Schaden. Wir können leider keinen Doppelkrit reinpacken, also nicht zweimal kritischen Schaden, aber einmal kritischer Schaden und kritische Trefferwertung sollte da auf jeden Fall mit drin sein. Und dann habe ich noch Schaden an verlangsamten und ausgebremsten Zielen. Und dann habe ich noch den Vorteil fix verändert bei dieser Waffe, also das allerletzte Perk. Schaden, der Feinden zugefügt wird, die weniger als 15% Kondition haben, eliminiert diese sofort. Was ich wirklich sehr, sehr nice finde. Sie macht auch extrem viel Schaden auf einem Flecken. Und die funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut als Werfer. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber diese Waffe verbraucht extrem wenig Energiemunition. Also wenn wir es einmal vergleichen mit dem Deatomisierer 9000, der verbraucht, ihr seht, ich habe 745 Energiemunition. Und jetzt habe ich 710 Energiemunition, also ungefähr 30 Munition verschwendet die. Das verschwendet also auch sehr, sehr viel Energiemunition. Und diese Waffe verschwendet einfach gar nichts an Munition, was ich wirklich nicht ganz verstehen kann, ob es jetzt ein Bug ist oder nicht. Aber diese Waffe, diese Maschinenpistole, verschwendet extrem viel Munition und sie überhitzt auch wirklich sehr, sehr schnell. Das finde ich nicht so gut bei dieser Waffe. Und wie gesagt, sie verbraucht sehr, sehr viele Energiemunition. Ich zeige euch diese Waffe gleich nochmal in Action. Und da würde ich sagen, haben wir ganz klar den Gewinner. Und zwar diese neue Waffe, die hinzugekommen ist, die ich auch nicht aussprechen kann, weil die echt einen komischen Namen hat. Und zwar der Plasmentlader ist die stärkste Waffe. Wenn ihr jetzt gerade ausschießen würdet, dann würde dieser Strahl einfach durch alle Gebäude durchgehen und viel Schaden verursachen. Aber ihr könnt auch nach unten zielen, dann bleibt dieser Strahl unten an einem Fleck und macht auch dort wirklich sehr, sehr viel Schaden. Ich schieße jetzt einmal hier durch. Ihr seht, die Höhlen sind auf Level 250. Also 250 ist ein extrem hohes Level für die Gegner. Und ihr seht, die gehen auch wirklich sehr, sehr gut down mit dieser Waffe. Und was ich auch wirklich sehr, sehr erstaunlich finde, ich habe ja auch das Vorteil fix verändert und es so umgeperkt, dass Gegner, die weniger als 15% Leben haben, sofort sterben. Das heißt, wenn jetzt der Malma jetzt weniger als 15% Kondition hat oder auch eine füllige Hülle, die sterben dann sofort. Und das ist meiner Meinung nach wirklich sehr OP, denn Zermalma und auch füllige Höhlen und Kühlschrankmonster haben sehr, sehr viele Leben. Und wenn sie jetzt weniger als 15% Leben haben, sterben sie sofort. Das finde ich wirklich sehr, sehr OP, muss ich sagen. Außerdem verschwendet sie wenig Munition. Nochmal kurz zusammengefasst, diese Waffe ist wirklich extrem heftig und die würde ich auch jedem empfehlen, auf jeden Fall aus dem Shop zu kaufen. Also verpasst diese Waffe nicht. Nicht nur, weil sie neu ist, also diese Waffen gab es auch noch nie vorher in dem Shop, sondern weil diese Waffe auch extrem OP ist. Und ich würde sie schon vergleichen mit dem Deatomisierer 9000. Der Deatomisierer 9000 macht jetzt kurzfristig mehr Schaden, würde ich sagen. Aber dafür macht diese Waffe hier über einen längeren Zeitraum wirklich sehr, sehr viel Schaden. Und sie kann natürlich auch durch Wände schießen. Damit würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Überblick über die neuen Waffen. Und damit würde ich sagen, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal, euer Atrix. We'll be right back.